Hej, välkomna. Vi ska nu öva svenskt uttal. Vi ska öva R-förbindning. Hallå och välkommen. Vi werden wieder schwedische Aussprache üben. Diesmal werden wir die R-Verbindung üben. Man nennt das Assimilation. Das ist von zwei Wörter, zwei Lauten. Es ist verbringen. So geht's nochmal. Man nennt das Assimilation. Das ist, wenn zwei Lauten in einem Wort sich verbinden, sodass der Laut kommt ein bisschen anderes raus oder ganz anders in manchen Fällen. So, was wir jetzt üben werden, ist der Verbindung zwischen R und D. R und L. R und S. R und T und R und G. Wir fangen an mit der R, D. Ord. Bord. Jorde. Das ist also ein dickes D, ein sehr deutliches D. Ord. Bord. Jorde. Also nicht diese stümpfige D, also ein richtig ausgesprochener D. Okay. Herr L, das ist mit der dickes L. Karl. Farligt. Arlanda. Karl. Farligt. Arlanda. Man sollte mich nicht übertreiben. Jetzt besser. R und N. Kvarn. Arne. Varna. Dickes N. Übertreiben. Kvarn. Arne. Varna. Okay. Das war übertrieben. Dann kommt der RS. RS ist keines dickes Laut, ach, ihr hört es. Los, Bost, Kurs. Das ist so ein S, so ein Schlangengeräusch. Los, Bost. Ja, und so weiter. Dann kommt der R und T. Das ist wieder ein dickes T. Tochter, Quart, Botta, Tochter. Quart, Botta. Und der letzte ist, was immer die Deutschen so ein bisschen Probleme, so ein bisschen Probleme führt. Das ist der RG. Ich hab den nie. Toy. Göteborg. Ich habe leider keine dritte da. Nicht spontan. Toy. Göteborg. In Göteborg habt ihr natürlich zwei Probleme. Das erste ist die weiche Aussprache von G. Göte. Und dann kommt diese Verbindung am Ende. Göteborg. Das muss man üben. Toy. Göteborg. Das war von heute. Wir sehen uns nächste Woche, hoffe ich. Ha det så bra. Vi ses nästa vecka. Hej då.